Ich bin Matthias. Und Christina Ginter. Wir haben im März 2018 unsere Matthias-Ginter-Stiftung gegründet. Wir wollen Kinder und Jugendliche in Freiburg unterstützen und freuen uns über jede Hilfe, über jede Spende von euch und hoffen natürlich, dass es weiter so gut weiterläuft wie bisher. Also unsere Stiftung hilft benachteiligten Kindern. Das können sozial benachteiligte Kinder sein, psychisch oder physisch erkrankte Kinder. Das sind quasi so unsere drei Säulen, auf denen die Stiftung aufbaut. Und da unterstützen wir ganz verschiedene Projekte, sei es jetzt hier in der Kinderklinik Freiburg, den Neubau voranzutreiben, aber auch Essenspatenschaften für sozial benachteiligte Kinder in Freiburg, die sich ansonsten vielleicht kein Mittagessen in der Kita leisten könnten. Und genau, sehr, sehr viele Projekte, sehr unterschiedliche Projekte auch und alles im Raum Freiburg. Ja, ich glaube, es ist außergewöhnlich, was die zwei da auf die Beine stellen für den Raum Freiburg, für die Kinder. Ich kenne Matze jetzt schon lange. Wir haben die ganze Jugend zusammen Fußball gespielt. Er war damals schon ein Typ, der auf andere geschaut hat. Und das spiegelt, glaube ich, das Ganze auch hier wieder, was die beide auf die Beine gestellt haben. Und Hut ab vor den zwei. Und wir werden es auch weiterhin unterstützen.